So, willkommen zurück. Nächste Folge Divine Divinity. Und ich habe ein bisschen gehandelt. Kleines bisschen haben wir aber auch noch am Start. Das sind so alles Sachen, die super teuer sind. Und wir haben, ja, jetzt Glieder aus Blei. Das tat gut. Wie gesagt, jedes Mal, wenn man lädt, kommen neue Gegenstände leider in die Inventare von den Leuten. Das ist sehr ärgerlich. So, was machen wir heute? Ich bin hier nochmal ein bisschen rumgelaufen und habe gesehen, dass wir bei Kodran und Titrin auch noch eine Mission hatten. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Ach, was er meint, es gibt in Verdis keine Frauen, wie wir sie suchen. Ich weiß, dass er lügt. Vielleicht findet ihr einen bestimmten Schlüssel. Nun, der Schlüssel ist nicht Gold, das habe ich bereits versucht. Wenn ihr herausfindet, was der Schlüssel zum Herzen einer Dame mit lockerem Lebenswandel ist, so soll es dieser Information 50 Goldstücke sein. Wert sein. Vielleicht habe ich die Informationen, die ihr benötigt. Ich hörte, ihr müsst lediglich den Händler Leptin aufsuchen und nach Magdalena fragen. So, Magdalena, nach Magdalena fragen? Das klingt einfach genug. Hier, das war der versprochene Lohn. Okay, es war doch keine Quest, die wir schon hatten. Wir bekommen eine Quest und können sie sogleich auch lösen. Das wusste ich nicht. So, die Huren finden und die Huren gefunden. Das war's. Sehr schön. So, ich war immer noch auf der Suche nach dem... nach dem Knast. Aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich werde ihn mir raussuchen. Das verspreche ich euch, weil, wie gesagt, wir müssen da mit sehr vielen Leuten reden. Also ich hoffe, die reden auch mit mir. Ich habe eine Idee, wo sie vielleicht auch sein könnten. Da könnten wir auch noch hin. Wir machen aber erstmal das, was ich heute mir vorgenommen habe. Und zwar werden wir heute einen Scheintodtrank uns besorgen. Diesen finden wir. Hier oben. In einer Kirche. Wo wir ja tatsächlich auch schon waren. Aber ich habe anscheinend mit dem Kollegen, also mit dem Priester, nicht weitergesprochen. Sonst hätte ich schon die Lösung gehabt. Für einen Trank. So, hallo. Nicht weglaufen. Hallo, was kann ich für euch tun? Was macht ihr hier? Ich führe diese Kirche jeden Tag... Was? Ich führe diese Kirche. Jeden Tag führe ich die Rituale zu Ehren der Götter aus. Außerdem verkaufe ich jede Art von Tränken. Es ist ein Hobby von mir, diese zu brauen. Ihr habt nicht zufällig einen todvortäuschenden Trank? Nun, ich habe in der Tat einen solchen Trank. Nur, er ist nicht billig. Er kostet euch 2500 Gold. Ja, gerne. Hier, bitteschön. Ich hab ihn, aber seid vorsichtig damit. Es ist ein gefährliches Gesöff. Okay. Was hat der noch? Das sind normale, ne? Ja, normale leere Flaschen. Komm, wir kaufen uns mal ein paar Tränkchen. Kleiner Regenerationstrank. Ich hätte gern die großen. Ich finde die großartig. Ich kaufe trotzdem alle. So, 1,8. Warte mal, wir haben bestimmt noch irgendwas... Ich sehe so ein bisschen Schund, ein bisschen Geld noch. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch haben. Ja, ungefähr, ja, noch 68.000. Cool. Jo, dankeschön. So, der Scheintodtrank für Gerrit. Erledigt. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal die Fläschchen benutzen. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Herrlich. So. Den großen kann man noch nicht machen. Ach so, apropos groß. Warte mal, wir machen erstmal hier in Richtung... Und jetzt bin ich hier unsicher. Ich bin echt stark für Gewandtheit. Einfach, damit wir wieder besser treffen. Oder wir machen Schaden. Schaden vor allen Dingen stärker. Macht aber Schaden. Bin mir sowas von unsicher. Ich mach so. Ich mache es so. Und wir machen auf jeden Fall Blitz. Das tat gut. Sind jetzt nochmal eine Nummer härter. Was den Blitzschaden betrifft. So, dann werden wir jetzt zur Kaserne ziehen. Und Cedric... Garrus meine ich, nicht Cedric.
den Trank geben. So, hier ist der Trank für den Scheintod. Wirklich? Ihr habt einen gefunden? Oh, Freude! Heute Nacht werde ich diese Kaserne verlassen. Bald werde ich wieder bei meiner geliebten Isolde sein. Hab vielen Dank. Hier, nimmt diesen Schlüssel. Eröffnet die Waffenkammer der Kaserne. Vor allem, jetzt geht er einfach. Geiler Typ. Wie wunderbar. Ja, also gut, hier sind wir natürlich viel zu spät. Das wird gar nichts bringen. Oh, mir ist euer enttäuschendes Verhalten während des Angriffs der Orks auf Burg Eisenfaust zu Ohren gekommen. Ein Soldat hat jederzeit auf seinem Posten zu sein. Ich habe euch anscheinend weit... Was? Der Orks auf Burg Eisenfaust? Oh Gott. Ja, gut, weil der... Ach, die glaubt ja auch noch wirklich, dass der... Wie heißt er denn, der Vogel? Hier, der... Ja, König Janus. Nee, ist er Janus? Ich weiß nicht. Also, der König. Die glaubt ja wirklich, dass der gut ist. Wir wissen ja alle, dass es nicht der Fall ist. So, wo war denn... Ah, bin ich, glaube ich, falsch. Es gab doch irgendwo eine Wachstube. Hier. Wo sind wir? Da. Okay, links hoch. Sind in der Wachstube vielleicht die Leute eingekerkert aus Verdistis? Irgendwo muss ja dieser Knast sein. Also es kann nicht sein, dass hier einfach nichts geht. So, erstmal die Waffe wegstecken. Hauptmann Ralf. Könnt ihr mir über den Tod des Herzogs berichten? Ich glaube, die Gilde der Attentäter ist für den Tod des Herzogs verantwortlich. Ich brauche euch, um diesen Fall zu untersuchen. Meine Vorgesetzten glauben mir nicht und haben mir untersagt, okay. Ich glaube, der Orks lebt wohl. Also hier ist der Knast, hier sind aber keine. Das ist scheiße. So, warte mal. Scheintodtrank erledigt. Wie viele Tränke Stärke haben wir? Nicht viel. Ich werde mal ganz kurz was probieren. Ich will diesen Kampf im Wirtshaus endlich mal gewinnen. Und ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist, mich sowas von... voll mit Stärketränken machen. Dass wir das... Ah, er hat natürlich keinen einzigen, das ist doch scheiße. Also hier steht einer rum, aber ich werde den wohl nicht einfach nehmen können, oder? Juckt ihn das nicht? Da darf ich nicht hin. Da ist noch ein Stärketrank. Ich nehme den einfach. Oh ja, ich bin noch was. Soll das? Ja, alles gut. Sind wir noch bei 55? Sind wir. Saphir-Schlüssel. Keine Ahnung. Okay, gut. Danke, auf Wiedersehen. Oh, ein paar Tränke geklaut. So, hast du zufällig Stärketränke? Nein. Was ist das denn? Einsiedlermütze. Ja. Hier ist noch ein Trank. Ah, hier, guck mal. Ja, Valka. Ja, das sind doch schon mal vier der richtigen Tränke und jetzt noch große. Naja, immerhin einen. So, Regenerationstränke, leere Flaschen. Ich nehme alles mit, weil wir haben noch... Na, hier. Eine Axt. Also, hier ein Speer. Axt. Geld haben wir auch noch genug. So, Dankeschön. Kam ich nicht durch, ne? Das interessiert mich hier trotzdem.
Mann, ich brauche immer noch so einen Seuchentrank. Es wird doch wohl. Der Krieg rückt immer näher. Mir brav. Ist doch gut. Es wird doch wohl irgendwo einen dritten Trank geben. Achso, ich muss hier wieder die Laternen machen. Oder Angel von Cedric, klar. Achso, ja, okay, hier der Ork-Boy. Unten gab es auch nichts weiter, ne? Da waren die Messer drin, ich erinnere mich. Präparat, Flasche. Chemieset. Ist hier noch. Was ist das denn? Achso, die Schaufel. Abgetrennter Kopf, Messer. Wärme, Scheiße. Naja, okay. Vielleicht, ich muss mich mal informieren, vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen dritten. Den ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe. Wir schauen mal. So, wir gehen weiter. Wir gehen mal ganz kurz in die Zwergensiedlung. Die ist nicht da, sondern hier. Da soll angeblich auch noch was sein, was wir machen können. Warte mal. So, hier ist ja der Ork, der rumschreit. Hört! Ja, wissen wir? Zwergensoldat. Da kann ich nichts machen. Irgendwo soll noch was sein. Was mich weiterbringt. Das ist eine gewagte Aussage, ne? Jetzt muss ich natürlich überlegen, wo. Ich will nicht, dass der Typ jetzt wieder schreit. Okay. Ne, hier nicht. Und zwar soll es hier irgendwo eine Kugel geben, die uns plus 5 oder minus 5 Werte geben kann. Ich weiß aber nicht, wo das sein soll. Also hier dem Altar auf jeden Fall nicht. Entschuldigung. Irgendwo hier. Ne, da nicht. Das hier ist der Stall. Also hier kann es auch nicht sein. Höchstens hier links, ne? Boah, ist nix. Ansonsten, ich hab's auch nur so vage im Kopf noch. Na gut, hier wird's nicht sein. Ja gut, okay. Ah, wir können mal hier gucken. Keine Angst, ich hab das mit den. Mit der Stelle. Ach, das hier ist die Kugel, okay. Also, wir haben es noch gar nicht aufgedeckt, deswegen konnten wir es auch noch nicht sehen. Okay, das hier ist also die Kugel, die einem ein paar. Wir lesen erstmal kurz, bevor wir uns an die Kugel machen. Der Schein von Gut und Böse. Berührt den Schein und er wird in euer Herz blicken. Ihr werdet bekommen, was ihr verdient habt. So, man sollte vorher speichern, habe ich gehört. Und jetzt, wir gucken auf die Stats. Also, 60, 5, ja gut, okay. Pech für euch. Eure Geschicklichkeit hat nachgelassen. Und zwar um eiskalte 5 Punkte. Okay, dann laden wir nochmal. Es ist random, ne? Es ist wie immer random. Die Götter sind mit euch. Eure Kräfte sind gewachsen. Und zwar um. Hatten wir vorher 60? Ich glaube ja, ne?
Ja, ich glaube, wir hatten 60 vorher. Okay. Sehr schön. Kann ich die nochmal bedienen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich brauche Ruhe. Okay, in 50 Jahren können wir wiederkommen. Hm, schwierig. Weiß ich, ob wir dann noch leben. So, auch erledigt. Sehr schön. Habe ich noch irgendwas hier drauf? Nee. Was wir aber jetzt nochmal machen... Oh mein Gott, ich kann mich erinnern an den Typen. Wir gehen mal hier ein bisschen umher noch, weil das ist ja auch noch eine Ecke, die wir gar nicht haben. Schöner. Weiß gar nicht, was es war. Die Ecke hier haben wir noch gar nicht aufgedeckt. Wenn ich hier mal aufs Büchlein gucke, guck mal. Und zwar ist das noch ein Riesenbereich. Wo sind wir eigentlich? Da, und zwar... Nee, warte mal, ich bin falsch. Ich muss nochmal in den Süden laufen. Und dann die Ecke hier aufdecken. Also noch ein bisschen weiter in den Süden. Hier waren wir tatsächlich doch schon. Aber da kommen wir ja zufällig am Gasthaus vorbei. Da sind wir schon. Und können uns ja nochmal... Oh Gott, Alter, ich will's nicht. An unseren... Also an dem Typen hier versuchen im Keller. Achso, sorry. Hast du zufällig auch noch Tränke? Nee, ne? Gib mir einen Schweinebraten, bitte. Warte mal, du kriegst aber meine Eier. Sind die Mistdinger. Ja. Hast du Geld? Warte. So, ich hoffe, dass mir so ein Schweinebraten auch nochmal ordentlich Power gibt. Also, ich weiß gar nicht, wie viel der Versuch das jetzt ist, diesen Typen hier zu bumsen. Also, wir sind bei 65. Das wird natürlich nicht reichen. Sind wir uns alle bewusst. Wir gehen. So, dann sind wir schon mal bei 200. Fetten Schweinebraten noch drin. 205. So. Lass den Kampf beginnen. Tränke nutzen? Bei den Göttern, es ist genug, ich ergebe. So, nicht dein Scheiß ernst, ey. Wahnsinn. Das reicht immer noch nicht. Okay, wir müssen viel, viel mehr Tränke kaufen. Das ist ja der Shit, Alter. Boah, ist das anstrengend mit dem Typen. So, wir gehen hier unten mal ein bisschen spazieren jetzt. Können wir gleichzeitig noch ein bisschen... Peter. Und die Karte mal komplett aufdecken. Oh mein Gott. Also wenn es donnert, ne, ist das sehr stark. Ich musste mich auch gerade erstmal wieder dran erinnern. Hallo. Und da war der tödliche Schlag. Lebt denn unser Kumpel? Ja, okay. Oh, der...
Der Typ ist halt schon wirklich, wirklich krass. Aber gut. Mit unserem Blitzen machen wir ihn ja gut fertig. So, Kompositbogen. So, ist nix. Das ist schön. So. Ach ja, hier wird es auch nochmal hochgehen. Oh, hallo. Oh, Tränke. Okay, war eine Falle, aber irgendwie hat die bei mir nicht ausgelöst. Schade. Gut, hier geht's dann nicht mehr weiter. Wir können ja hier nochmal kurz alles aufdecken, was oben ist. Hallo. Auch nochmal ein kleines Lager. Oh. Das war unser Begleiter. Aber machen wir uns einfach 9. Geht ja sehr schnell. Ja, warum ich das mache? Wir haben noch, und da habe ich jetzt auch noch nicht nachgeguckt. Wir haben ja noch einen Teleporter offen. Eieiei. Das passt ja wie Arsch auf Eimer, die Ankündigung. Ja, genau. Wir haben nämlich den einen Teleporter noch offen. Den wollte ich nämlich noch suchen. Ja, und da haben wir ihn. Wunderbar. Dann sind wir hier eigentlich auch durch. Ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Oh, perfekt. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Was ist das? Das ist ein Teleporter. Aber irgendein anderer. So ein mehr oder weniger One-Way-Teleporter. Ein Wunschbrunnen. Kommt näher, o Sterbliche. Heute ist wahrhaft euer Glückstag. Das Seulk wird euch einen Wunsch gewähren. Darcy? Wer? Was ist das? Ich bin es, derjenige, der euch einen einzigen Wunsch gewährt. Aber für mich siehst du aus wie ein normaler Brunnen. Oh, warte, ich hab's. Bist du am Ende gar ein regelrechter Wunschbrunnen? Ich selbst bevorzuge die Bezeichnung wundertätiger Wasserspender. Ich spende erstklassiges Wasser, wisst ihr? Aber die Leute kümmern sich in der Regel nicht um diesen Teil meiner Tätigkeit. Aber egal, ja, ich bin ein Wunschbrunnen. Denkt daran, nur ein Wunsch, das ist alles. Abgesehen natürlich von meinem köstlichen Wasser. Wählt weise, Sterbliche. Ihr werdet keine zweite Gelegenheit bekommen. Okay, also mein Wunsch ist... Ein Moment, Sterbliche. Nichts ist umsonst. Wie viele Goldstücke wollt ihr in meinen Tiefen versenken? Je mehr ihr gebt, desto gewaltiger sind die Wunder, die ich vollbringen kann. ...10.000? Prinzipiell ist es mir eigentlich egal, weil... Also das Geld, weil ich weiß nicht, was ich mit meinem Geld machen soll. Deswegen können wir uns einfach 10.000 da reinschmeißen. Können wir das... ...nochmal machen. Weitreichende Entscheidungen sind ja momentan keiner Wünsche. Und mit dem Aufdringen würde ich gerne später auf die zurückkommen, wenn das möglich ist. Okay. Gut, dann speichern wir nochmal. Seltsamer Brunnen. Ich glaube nicht, dass das... Okay, wir hauen 10.000 Goldstücke rein. Danke, nun nehmt mir euren Wunsch. Stärke, intelligent, beweglicher. Ich möchte einen Verbündeten haben, der mir meinen Kampf gegen die Orks und anderen Feinden... Nee. Verzaubertes Schwert? Ich wünsche mir 1.000.000 Goldstücke. 2 weitere. Da. Wir machen erstmal das Schwert. Ah, ihr habt einen Schwert für einen mächtigen Zauberstand, nicht wahr? Ich will euren Hunger stillen. Geht zur verwunschenen Abtei. Im Kellerdorf werdet ihr ein Buch finden, das von den 3 heiligen Waffen handelt, die lange in Vergessenheit geraten sind. Die heilige Waffe finden. Oh. Geil.
Ja, den Rest, dann lasse ich das so. Das ist ja geil. Mann, da war ich wieder unaufmerksam. Na gut, ich hab... Muss ich ehrlich sagen. Natürlich nicht alles gelesen, weil diese verfluchte Abtei einfach so riesig ist. Also ich habe gar nichts gelesen. Und man weiß halt auch nicht, was man sich da wirklich angucken muss, ne? Das kommt ja auch noch dazu. So. Ende erreicht. Cool, dann haben wir ja was, was wir in der nächsten Folge... Achso, den Teleporter wollte ich nochmal machen. In der nächsten Folge machen wollen. Machen wir das jetzt noch? Ja, komm. Was hat denn mein Ritter eigentlich? Also mein Ritter hat echt Probleme mit Wespen. Das ist ja unfassbar. Selten erlebt. Ach, das ist übrigens... Das ist übrigens ganz, ganz schlecht. Dass unser Typ bei Wespen keinen Stich sieht, weil dann kann ich mir das mit dem Imp auch klemmen. Okay, das ist bitter. So aus Spaß. Wo komme ich jetzt hin? Ah ja, okay. Geht einfach nur hin und her. Gut, dann würde ich sagen, ich decke einfach mal den Rest der Karte hier noch auf. Also hier quasi den kleinen Buschel. Und dann sehen wir uns wieder. Morgen. Wir gucken mal, was wir noch so machen können. Ich informiere mich nochmal über die ein oder andere Quest, die wir vielleicht dann noch erledigen können. Und wir haben jetzt dann die neue Quest mit den drei Waffen. Die können wir uns ja in der alten Abtei, verfluchten Abtei, auch nochmal angucken. So, das war's erstmal. Bis morgen. Adieu.